Warte, das hier auch? Die binäre Unbekannte im Koordinatensystem der Hypotenusentangente im gleichschenkligen Pyramidenstumpf mit induktiver Beweisführung. Das braucht man für das Leben, das weiß man mal. Also, Kreuzworträtsel, ja? Kreuzworträtsel braucht man auch nicht fürs Leben. Und ich mach's trotzdem. Und ich mach's sogar gerne, ja? Weil man da so schöne Preise gewinnen kann. Ja, aber mit Mathe nicht. Halt die Klappe und lass mich rätseln. So, wohlige Textilie. Wohlige Textilie mit 8 Buchstaben. Wollust. Sag mal, du hast ja nur Sauereien im Kopf. Was hast du denn überhaupt für ein T-Shirt an? Kannst du das nicht lesen? Im Himmel sind die Jungfrauen alle. Naja, hat mir Mohammed geschenkt. Sag mal, bist du blöde? Zieh das aus oder willst du, dass sich die ganzen Moslems stürmen? Brandlöscher mit 4 Buchstaben. Das ist Bier, frag mal Papa. Richtig! Eine dämliche Zeitung. So, anderes Wort für Inflation. Euro. Ja? Was ist denn das schon wieder her? Ja, wenn du aus dem Internet. Moment mal, wieso ist denn der Euro eine Inflation? Mensch, Inflation bedeutet allgemeiner andauernder Anstieg des Preisniveaus, verbunden mit einer andauernden Entwertung des Geldes. Ja? Habe ich jetzt nicht verstanden. Dann erklär dir das mal einfacher. Was hast du neulich für dein Brötchen bezahlt? Naja, 20 Cent. Naja, 20 Cent waren vor dem Euro 40 Pfennig. Und dafür hast du 10 Brötchen gekriegt. Ja. Dickmachende Schlankheitskuren für Politiker. Diäten. Steigerungsform der Lüge. Wahlversprechen. Oh Mensch, Karl, Roland, ihm still! Hör auf mit so was Handy und fängt da an, oder? Ist ja gut, mein Kind ist ja bald. Warte hier. Wie hast du denn 5er? Kommt nicht mehr vor. Mama, du bist ja eigentlich schon ganz schön alt. Carola! Womit habt ihr eigentlich Vordermarkt bezahlt? Mit Glasperlen? Nein, Quatsch, natürlich auch mit Mark, aber eben mit Ostmark. Und von der Ostmark zur Westmark, das war ein gewaltiger Sprung. Also, 40 Westpfennige waren nämlich 4 Ostmark. Und weißt du, was uns damals ein Brötchen gekostet hat? Die Freiheit! Also, du bist ein vorlautes Ding, ja? Du, wenn wir die Freiheit noch hätten, dann hättest du jetzt noch kein Telefon, kein Internet und müsstest immer noch am Helenesee Urlaub machen. Nee, 5 Pfennig hat uns ein Brötchen gekostet. Und wie viele Brötchen konnte ich mir dafür 4 Ostmark kaufen? Na, 80. Moment mal, da sind die Brötchen heute ja 80 mal teurer als zu Ostzeiten. Dafür seid ihr auf die Straße gegangen? Also ich nicht, ja? Ja, was soll ich denn machen, ja? Ich könnte mich doch nicht wehren gegen das Westgeld. Dann komm, du nimm deinen Mathebuch und lass mich wechseln. Antikes Arbeitsverhältnis. Antikes Arbeitsverhältnis? Vorne mit fest und in der Mitte mit N? Mann, antikes Arbeitsverhältnis, das ist Festanstellung. Richtig! So. Heimat der Rätsel. Das weiß ich. Rathaus. Aber Mama, eigentlich ist es überhaupt nicht schlimm, wenn die Brötchen heute 80 mal teurer sind. Dafür verdienen auch die Leute mehr Geld. Wieso denn mehr verdienen? Was verdiene ich denn als Kassiererin? Ja, 800 Euro. Und genauso viel habe ich damals im Konsum verdient. Nur eben in Ostmark. 800 Ostmark. Und die Miete war ja viel billiger. Und wie teuer war die? Nee, eine 80 Mark haben wir für die Wohnung hier bezahlt. Und wie viel blieb mir da von meinem Gehalt übrig? Na, 720 Mark. Genau. Und wie viel Brötchen konnte ich mir dafür kaufen? 14.400 Brötchen. Aber Mama, wozu brauchst du denn 14.400 Brötchen?